Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my head. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. Here I go. Servus und herzlich willkommen zum neuen Video, der Vlog 106. Montagmittag, Montagnachmittag, ich komme von der Arbeit heim und habe beim Runterfahren erstmal gesehen, dass wir da einen kleinen Deppen haben. Unsere Fiona steht verkehrt in der Raufe. Fiona, was hältst du davon, wenn du einfach mal deinen Kopf andersrum? Ach, mir fällt halt auch nichts mehr ein, ne? Dein Kopf andersrum? Komm. Ah, den Pendelkorb hochgedrückt. Mit die Vorderläufe rein, mit dem Kopf nach außen. Ach, Gute. Du machst mich fertig, ey. Hab du mal deinen Kopf rein. Oh, genau. Kopf rein. Kopf rein. Dümmer geht's nimmer, oder? Hopp ab. Mann. Da kommst du vor Lachen nicht ins Bett. Geil. Also, nee, also ab und zu frage ich mich echt, ob die wirklich alle so doof sind oder ob das so doof tun. So, was wir jetzt machen müssen ist, boah, das ist der Siloballen von gestern. Da können wir halt schon wieder fahren, meine Freunde. Boah. So, das ist nicht viel, ne? Wie schaut es in der Einstreuerei aus? Eine Bestandaufnahme. Auch meinen Spülstein habt ihr da vorgerissen. Hier ist echt wirklich nichts heilig und nichts sicher, ne? Ihr Knallköpf. Wahnsinn. Ohne Schmarrn. Bloß Mist. Den ganzen Tag bloß Mist machen. Wie kleine Kinder, bloß in groß, zottelig und doof ab und zu. Ja, Alter. Diese von dann, ne? Eieiei. So, jetzt gehen wir rein. Mittagessen ruft noch. Servus, Hugo. Du hast ja Herden beieinander. Lass uns mal Verordnung in deiner Gurkentruppe suchen. So, ich schalte jetzt dann später wieder ein. Denn heute ist groß Misten und Füttern und einfach alles. So, Servus, es ist Dienstagabend. Ich war jetzt nachmittags am Misten. Wir haben endlich Bodenfrost und da lässt sich wesentlich schöner misten. Aber der Hoflader oder der Minilader ist ein wenig schwach auf der Brust. Das heißt, wenn du große gefrorene Blöcke hast, schiebt das nicht mehr ganz so leicht weg. Egal, Problem behoben, habe ich es gemacht. So, jetzt geht's dann auch schon in die Werkstatt, denn hier wird am Rasenmäherprojekt gearbeitet. Ich schaue, dass ich jetzt mal nichts zeige, zumindest nicht im Vlog. Ich habe euch ja versprochen, ihr seht dann hinterher ein separates Video. Jetzt suche ich da bloß den Stecker von der Lampe. Im Dunkeln, ne? Ich bin alles bloß kein Fledermaus, ich sehe hier gar nichts. Aber jetzt mal bitte Licht und dann geht die Nummer besser. Also, ja, ich schraube da jetzt ein bisschen rum, beziehungsweise Vorbereitung richtig geschraubt wird noch nicht. Wir müssen noch planen, konzipieren, noch ein bisschen was einstellen, gucken, ob der Motor so passt, Motorkonzept auf das Chassis übertragen, lauter so Dinge. Und ich bin jetzt auch kein Profi. Also, ich habe zwar schon öfters ein Moped geschraubt und auch mal einen Rasenmähertraktor, aber so beides miteinander, schwierig. Ja, deswegen sind da jetzt noch einiges an Arbeit notwendig. Zeitgleich drehe ich jetzt aber auch noch die Teilstücke, die ihr dann in diesem Video dann seht, wo dann gezeigt wird, wie das Ding entsteht. Ich hoffe, dass das euch taugt. Jo, deswegen mache ich jetzt hier mal Schluss und filme für das andere Video schon mal weiter. Ho, ho, ho und frohe Weihnachten wünscht euch die ganze Familie hier von Howard Highlands. Ich hoffe, ihr habt eine gesunde und besinnliche Zeit. Ich würde gern am 24. heute ein wenig Schnee haben, aber das haben wir, glaube ich, die letzten 10 Jahre nicht mehr gehabt. Jetzt war es die letzten Tage so richtig knackig kalt mit minus 10 Grad und toll gefroren und das war eine schöne, saubere Geschichte. Jetzt hat es heute über Nacht Plusgrade gehabt, jetzt haben wir
5 Grad plus und es hat geregnet. Das heißt, ich muss jetzt an Heiligabend hinten diese Riesensauerei aufräumen, weil die sonst nicht besser wird. Also stürze ich mich jetzt ins dreckige Getümmel und mache zu Heiligabend nochmal alles schön frisch da hinten. Dann fahren wir nochmal ballen und ich hoffe, dann habe ich es erledigt. Ich hoffe, dann kann ich zur Familie rein und alle 5 gerade sein lassen und mal genießen, dass heute nichts mehr passiert. Ich war jetzt ganz früh nochmal in der Stadt. Ich musste noch ein bisschen was organisieren. Es war furchtbar. Die Leute waren alle bloß gestresst und schnell unterwegs und ganz unschön. Also da bin ich hier in meiner Abgeschiedenheit doch ganz glücklich, dass wir da weniger Stress haben. Tja, die Wochen gibt es keinen richtigen Vlog. Quasi bloß die Weihnachtsansprache vom Hauer. Ich wollte euch nicht nur frohe Weihnachten wünschen, ich wollte mich auch nochmal bedanken für alles, was die Community in den letzten Wochen und Monaten oder im vergangenen Jahr eigentlich für uns gemacht hat. Das war mega cool von euch. Ein fettes Dankeschön. Ihr unterstützt uns da richtig gut und das wird täglich mehr und besser. Also Wahnsinn. Echt unglaublich. Und deswegen habe ich vor, dass ich nächste Woche ein Special mache. Geplant wäre, dass ich quasi einen Jahresrückblick mache, den kommentiert und ja, für euch dann nächste Woche online stelle. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Schön wäre es, wenn ich schaffe, aber ich denke, das wird was. Und das wäre dann so das letzte Video für dieses Jahr. Und nächstes Jahr starten wir dann gleich wieder volle Wucht mit einem Vlog ins Jahr. Und schauen mal, was 22 so für uns bringt. Großes ist geplant. Kostet viel Energie, werden wir schaffen. Und ja, mit eurer Hilfe, wenn ihr dabei seid, sowieso. Also, jetzt einmal Gummistiefel anziehen. Und dann, jo, stellen wir mal kurz daher, da brauchen wir beide Hände. Schon wie beim alten Mann, gerade dass ich keinen Schuhlöffel brauche. Und dann schauen wir uns mal die Sauerei an. Denn wie ich gerade oben vorbeigefahren bin, habe ich gesehen, dass diese verspielten Rindsköpfe natürlich nur wieder Schmarrn machen. Also es ist Wahnsinn, was sie sich immer Neues einfallen lassen. Man geht immer raus und denkt sich, was bauen sie heute wieder für Mist? Denn ich habe gesehen, die haben unten einen Teil selbst auf die Winterweide eingesperrt, indem sie das Gatter zugemacht haben. Jetzt muss ich da erstmal runter und aufmachen und dann den Rest runtertreiben, dass ich da misten kann. Gucken wir uns das mal an. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ja, es ist ganz schön dreckig bei euch, meine Freunde. Ne? Ich mache euch mal unten auf. Lasst mich mal zuerst runter. Ach du Scheiße. Das ist halt das, wenn es regnet bei Plusgrad. Das ist zum... Jetzt hätte ich fast was gesagt, ne? Nicht, dass mich YouTube sperrt, weil ich meine Ausdrücke brauche. Es ist zum Erbrechen, sagen wir es so. Das war so schön sauber die letzten Tage. Aber das kann ich halt am besten. Deswegen bin ich eigentlich als Vollzeitlandwirt geeignet, denn jammern kann ich wahnsinnig gut und übe ich auch jeden Tag. Also ist es zu kalt, wird gemeckert. Ist es zu warm, wird gemeckert. Ist es zu feucht, wird gemeckert. Ist es zu trocken, wird gemeckert. Das habe ich schon richtig gut drauf. So, geht mal zur Seite. Die haben sich da wirklich ausgesperrt. Oh Mann, ey. Ich stelle euch da mal her. Sollen wir erstmal schauen, ob da Fehlstrom oder sowas drauf ist. Nicht, dass es mir gleich eine ballert. Nee, da ist nichts drauf. Alter, ihr seid ja völlig fertig. Ihr seid ja völlig fertig. Hier haben wir jetzt mal isolierende Handschuhe an. Weil gestern war da irgendwie Strom drauf. Aber warum? Keine Ahnung. Müssen wir mal überprüfen, aber nicht an Heiligabend. Da gibt es bloß ein Notprogramm. So, geh mal weg. Bis mal, Tüte. Geh da. Hopp, geh hinter. Einfach mal rückwärts gehen, komm. Komm, geh halt rückwärts. Was verstehst du denn nicht? Komm, rückwärts. So, dann geht ihr jetzt mal alle runter, meine Lieben, dass der Fahrer da oben noch sauber machen kann. Frohe Weihnachten übrigens.
Gut. Dann tun wir jetzt mal hier den Abraum beseitigen. Das wird wahrscheinlich länger dauern, als ich eingeplant habe. Ich habe gesagt, ich bin in einer halben Stunde wieder drin. Das wird nicht funktionieren. Ja gut, jetzt schieben wir erstmal. Das ist halt alles. Der ganze Niederschlag bleibt drinnen, weil gestern wurde nicht gemistet. Gestern war es zu fest gefroren. Und heute ist es aufgetaut. Ist wie es ist, ne? Gut, einmal jetzt per Hand durchschieben. Attacke. Ach ja, was ich noch ganz vergessen habe. Ab Montag geht es dann richtig los mit den Vorbereitungen fürs Rasenmähen. Und da können sich die Herren Kollegen Röpers und Schnacki und ja, alle anderen natürlich auch ganz warm anziehen. Denn Team Hauer wird das ganze Ding nach Hause fahren, ne? Also bloß mal als Info. Schnacki, Sven, braucht euch gar nicht anstrengen. Hauer macht es drin. So, jetzt einmal dick eingestreut. Da können sie sich den austoben. Und dann haben sie es schön muggelig an Weihnachten. Ne? Auch die Tiere holen sich hier sicherlich etwas gemütlich niederlassen an Heiligabend. Genau. Dann ist das da alles recht cool. Schöne warme Matratze. Vorne ist wieder einigermaßen sauber. Jetzt fahren wir noch einen frischen Siloballen rein. Und Wasser funktioniert, habe ich schon getestet. Die Tränken. So, laufen. Das ist nichts eigentlich gewesen in den letzten Tagen. Heizkabel funktioniert perfekt. Dort stehen sie alle da unten und warten auf die Dinge, die da kommen. Aber jetzt gibt es erst noch einen Siloball. So, was soll ich sagen? Ich wünsche euch in diesem Sinne noch ein bisschen liebes Fest. Wir werden uns nächste Woche zum großen Jahresrückblick 2021 sehen und lasst euch reich beschenken, sinnvoll beschenken, nicht nur Schenkens willen, denn das größte Geschenk ist Zeit mit seinen Liebsten. Dieses Geschenk nehme ich jetzt wahr, denn ich habe frei vom Job und ich werde jetzt diese drei wundervollen Tage in aller Ruhe mit der Familie genießen. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So, ich hoffe, das Ständchen hat euch getaugt. Wir wollten an der Stelle einmal Dankeschön sagen für die Unterstützung, die wir dieses Jahr erfahren haben und für den Zuspruch und euch nochmal ein ganz herzliches Weihnachtsfest wünschen. Und da das natürlich auch das letzte Video für dieses Jahr ist, wollten wir auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen und bleibt weiterhin dabei und treu. Genau. Also dann sehen wir uns beim nächsten Video, beim Jahresrückblick 2021, nächsten Sonntag. Das ist dann schon 2022. Und ja, seid schon anständig, rutscht gut rein. Bis dahin. Servus und ade. So, ich nochmal, kleiner Nachtrag, fast vergessen. An alle die gerichtet, die uns bereits unter der Genussrecht at Hauers Highlands angeschrieben haben, nicht wundern, dass noch nichts kam, sowas dauert natürlich seine Zeit, denn das Ganze muss ja auch juristisch einwandfrei sein. Das Ganze ist jetzt in der juristischen Prüfung gewesen und kommt dann nächste Woche endlich zu euch. Und zwar nicht wie angekündigt auf dem Postweg, denn wir haben mit der Post in den letzten Tagen ja ein paar schlechte Erfahrungen gemacht und haben dann eben Angst, dass es nicht bei euch ankommt. Ihr kriegt's per Mail. Also wenn es dann interessant wird für euch, einfach das PDF ausdrucken und an uns zurückschicken. Schon seid ihr dabei. Das Ganze noch kurz als Nachtrag. Nächste Woche unser Genussrecht. Und wer da noch Interesse hat für die Infomaterialien, unten in der Videobeschreibung steht die E-Mail-Adresse diegenussrecht@hauershighlands.de. So, jetzt aber endgültig Feierabend. Habe die Ehre. Servus.